Das Gebäude, das Sie hier hinter mir sehen, das gibt es so noch nicht. Das wird eines Tages, wenn alles gut läuft, 2019 das Berliner Stadtschloss sein. Das Berliner Stadtschloss gab es natürlich schon einmal vor langer, langer Zeit, aber seither ist viel passiert. Heute immerhin war Richtfest. Und das neue Gebäude, das Humboldt-Forum heißen wird, das ist ein modernes Betongebäude, zumindest in der Struktur. In den vergangenen Jahren wurde es an der Stelle des alten Palasts der Republik errichtet. Und das Spannende an dem Gebäude ist nun, dass über die moderne Betonstruktur eine alte Fassade gelegt wird. Das heißt, das Gebäude, wie Sie es eben auf dem Bild gesehen haben, wird jetzt in den nächsten 4 Jahren Stück für Stück sozusagen außen entstehen am modernen Bau. Das heißt, man hat innen einen Zweckbau. Man sieht hier Stahlträger, man sieht also die Struktur eines modernen, möglicherweise teilweise auch als Bürogebäude genutzten Raums, eines umbauten großen Raums, in dem Ausstellungen gezeigt werden sollen, Veranstaltungen stattfinden werden ab 2019. Aber heute war eben eine Feier, in der ausschließlich die Baustelle gefeiert wurde, wie ein Richtfest eben so ist. Das Gebäude steht genau an der Stelle, an der bis vor einigen Jahren der Palast der Republik stand, den man nicht mehr haben wollte. Die Formulierung ist natürlich vorsichtig gewählt, denn es gab ja durchaus eine heftige Diskussion darüber, ob man diesen Palast der Republik aus DDR-Zeiten nicht einfach stehen lässt, als eine Art Erinnerung, als eine Art Mahnmal, warum auch immer. Auf jeden Fall hat man sich entschlossen, ihn abzureißen. Und man hat sich dann entschlossen, in langen, langen Diskussionen das alte Schloss wieder aufzubauen. 590 Millionen Euro soll es kosten. 100 Millionen werden aus Spenden beigesteuert. 2019 soll es fertig sein. Und heute, am Tag des Richtfestes, gab es natürlich schon die ersten Festreden. Richtfest wird in Deutschland schon seit dem 14. Jahrhundert gefeiert. Damals wie heute lehrt der Bauherr die Leute vom Bau und natürlich die Freunde und Nachbarn zu so einem Fest ein. Nun ist dieser Kreis heute recht groß. Wir sind ungefähr 1500 Personen hier auf der Baustelle. Und ich darf Ihnen sagen, Sie sind alle eigentlich Repräsentanten für die noch mehr Bauleute, für die noch mehr Freunde und die noch mehr Nachbarn. Insofern freue ich mich, dass wir so einen großen Kreis haben. Und es hat seinen Grund, dass sich das so entwickelt hat. Es ist heute nicht mehr nur die Architektur allein, sondern vor allem die künftige inhaltliche Gestaltung, die das Berliner Schloss Humboldt-Forum so besonders macht. Unser Projekt ist auf einem sehr guten Weg. Der Anstoß für die Rekonstruktion des Berliner Schlosses kam aus der Bürgerschaft. Es ging um die Frage der Stadtreparatur. Schon Anfang der 90er Jahre stellte Job Siedler fest, Berlin, das war das Schloss. Und, meine Damen und Herren, der Motor, der das Schloss wieder zum Laufen brachte, ist heute auch unter uns. Das war Wilhelm von Bodin. Aus den vielen öffentlichen Diskussionen, Besprechungen, Beratungen und politischen Entscheidungen hat sich das Berliner Schloss zum Humboldt-Forum entwickelt. Franco Stella hat mit seinem Architekturentwurf nicht nur die Transformation des Berliner Schlosses in das 21. Jahrhundert geschafft. Er hat der Mitte Berlins das Gesicht zurückgegeben. Heute sehen Sie die Arbeiten an den historischen Fassaden bereits. Alle Ausgaben dazu sind bisher aus Spendengeldern finanziert. Jeder Spender hat sich hier an dieser Stelle als Bauherr verewigt. Die künftigen Partner des Humboldt-Forums entwickeln parallel zum Bau die inhaltliche Konzeption. Mit Neil McGregor, Hermann Patzinger und Horst Bredekamp als Gründungsintendanten sind die Voraussetzungen geschaffen, dass wir Ende 2019 ein Haus eröffnen können, das für viele Millionen jährliche Besucher immer wieder ein spannendes Erleben garantieren wird. Auf den Tag genau 2 Jahre nach der Grundsteinlegung ist der Rohbau des Humboldt-Forums fertig. In diesen 2 Jahren haben Sie viel geschafft. Eine schwere Sohlplatte wurde auf der Spreeinsel verankert. Wände und Decken wurden vom Sockel bis zur Traufe in Beton gegossen. Darüber wurde der Dachstuhl errichtet. Auch die von vielen erwartete Kuppel über dem Hauptportal lässt sich ja bereits erahnen. Ja, ist sogar schon mehr als eine Ahnung. Heute sehen wir den eindrucksvollen Rohbau. Eine der wichtigsten Etappen zum Bau des Humboldt-Forums in der Kubatur des ehemaligen Berliner Schlosses ist damit erreicht.
Wir versammeln uns heute hier im Foyer, um das Richtfest gemeinsam zu feiern. Architekt Stella hat die Pläne des Schlossbaumeisters Schlüter natürlich etwas variiert. Die prägenden Elemente seines Entwurfs sind der überdachte Hof, in dem wir uns jetzt befinden. Das Schlossforum, ein offener Hof als Passage vom Lustgarten zur Breiten Straße und das Belvedere im Osten. Der Architekt lässt den Barockbau als energieeffizienten Neubau wiedererstehen. Die größte Kulturbaumaßnahme des Bundes, die wohl, glaube ich, auch zurzeit die größte Kulturbaumaßnahme in Europa ist, lädt mit den Gebrüdern Humboldt als Namensgeber zum Dialog der Kulturen der Welt ein.